Woltersdorf, ein kleiner Ort östlich von Berlin, ist die kleinste Gemeinde Deutschlands mit eigener Straßenbahn. Bahnhof Rahnsdorf. Auf Berliner Stadtgebiet, aber nicht typisch für Berlin. Nur eine Handvoll Häuser, komplett von Wald umgeben, und doch findet sich hier der Ausgangspunkt der Überlandstraßenbahn nach Woltersdorf. Die Strecke ist durchgehend eingleisig. Von den 5,6 Kilometern Streckenlänge führen etwa 2 Kilometer auf Berliner Stadtgebiet direkt durch den Forst Köpenick. Sobald die Straßenbahn den Wald verlässt, befindet sie sich in Woltersdorf im Land Brandenburg. Sie folgt hier dem Verlauf der Berliner Straße und der Rudolf-Breitscheid-Straße, die anschließend zur Schleusenstraße wird. Neben Umsetzgleisen an den beiden Endhaltestellen S-Bahnhof Rahnsdorf und Woltersdorf-Schleuse gibt es Ausweichen. Die Waldweiche am Ende der Waldstrecke, eine Ausweiche am Berliner Platz und eine dritte Ausweiche am Thälmannplatz. Die Waldweiche gibt es erst seit 1954. Zuvor existierte eine Ausweiche weiter östlich, die sogenannte Feldweiche. Die Liniennummer 87 hat die Straßenbahn durch die Neuordnung des Berliner Liniennetzes nach der Wende erhalten. An die drei Überlandlinien in Woltersdorf, Schöneiche-Rüdersdorf und Strausberg wurden die Nummern 87, 88 und 89 vergeben. Großer Bahnhof für die Woltersdorfer Straßenbahn. Ja, aber das überrascht mich. So früh, so viele Leute. Gestern waren wir drei Persönchen zurück. Ein rundes Jubiläum steht an. 111 Jahre ihres Bestehens feiert die im Jahr 1913 eröffnete Linie. Viele Menschen warten schon morgens um 9.30 Uhr auf die zum Jubiläum eingesetzten historischen Sonderwagen. Woltersdorf ist mit seinen gerade einmal 8.500 Einwohnern die kleinste Gemeinde mit einer eigenen Straßenbahn. In der Kategorie kürzeste Streckenlänge belegt die Naumburger Straßenbahn den ersten Platz. Woltersdorf folgt hier direkt auf Platz 2. Triebwagen 2 und Beiwagen 24 sind wie die Strecke Baujahr 1913. Beide wurden bei Uhrenstein und Koppel in Drewitz bei Potsdam gebaut. Die elektrische Ausrüstung des Triebwagens kommt von AEG. Beachtliche Neuerungen bei den Triebwagen waren die geschlossenen Fahrerstände und die Schiebetüren an den Einstiegen. Üblicherweise waren die Plattformen an den Wagen zu jener Zeit noch offen. Achtzehn Sitz- und 37 Stehplätze stehen den Fahrgästen zur Verfügung.
Als Triebwagen 2 im Jahr 1967 zum Arbeitswagen wird, war Beiwagen 24 bereits zum Museumsfahrzeug auserkoren worden. Wagen 218 ist eigentlich ein Berliner. Ein Wagen der Reihe T4, später Maximum 24, Baujahr 1913. Erst im Jahr 1970 wurde er bei der BVG Ost, wo er als TDS 0824 bezeichnet wurde, ausgemustert und ging in die Trägerschaft des Märkischen Museums über. Die Aufarbeitung zum historischen Fahrzeug erfolgte bei der Woltersdorfer Straßenbahn und pünktlich zum 100-jährigen von Fahrzeug- und Straßenbahnstrecke war der Wagen fertig. Seitdem verstärkt er den historischen Fahrzeugpark der Woltersdorfer Straßenbahn. Der KSW mit der Nummer 7 hört auf den unschönen Namen Kriegsstraßenbahnwagen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde ein stark vereinfachter Wagentyp entwickelt, dessen Herstellung wenig Material benötigt und der zwar geringen Komfort bietet, aber eine große Zahl Fahrgäste transportieren kann. Er verfügt über lediglich 12 Sitzplätze, hat dafür aber umso mehr Raum für Stehplätze. Der KSW-Prototyp wurde 1943 bei der Waggonfabrik Uerdingen gebaut und war zunächst zur Erprobung in Berlin bei der BVG als Wagen 6221 im Einsatz. 1944 kam er nach Woltersdorf und erhielt die Nummer 7. Nachdem KSW-Triebwagen 7 seinen Beiwagen 22 umgesetzt hat, begegnet er dem Star der Veranstaltung, dem aus Potsdam ausgeliehenen Wagen 9. Der Potsdamer Wagen 9 ist ein internationales Projekt. Grundlage für den Neuaufbau war die vorhandene Potsdamer Güterlore 311, die noch bis 2005 in Betrieb war. Fahrmotoren, Radsätze und Bremsanlage stammen aus einem Kasseler Fahrgestell im Hannoverschen Straßenbahnmuseum. Die Fahrschalter konnten in Graz erworben werden und wurden in Wien aufgearbeitet. Das Grundgerüst des Holzaufbaus wurde in Mariazell nach Originalzeichnungen gebaut. Verblechung, Innenausbau und Lackierung erfolgten schließlich im rumänischen Iași. Während des Wiederaufbaus stellten Straßenbahnfreunde immer wieder Originalteile von alten Potsdamer Wagen zur Verfügung, die sie vor Jahrzehnten vor der Verschrottung gerettet hatten. Das 2007 begonnene Projekt konnte im Jahr 2011 abgeschlossen werden. Eine Kammerschleuse besteht in Woltersdorf bereits seit 1640. Die heutige Schleuse wurde 1882 errichtet und zuletzt 1998 saniert. Die hydraulische Klappbrücke und der Fußgängersteg wurden in den Jahren 1957 bis 1959 gebaut. Die Schleuse verbindet den Kalksee mit dem Flakensee. Der Höhenunterschied beträgt 2,10 Meter. Bedeutung hat die Schleuse durch den nahen Kalksteinabbau in Rüdersdorf. So wurden bereits um 1850 jährlich 15.500 Schiffe geschleust. Bedeutende Bauwerke wie das Brandenburger Tor
oder das Schloss Sanssouci wurden mit Kalkstein aus Rüdersdorf gebaut, der über die Woltersdorfer Schleuse angeliefert wurde. Von der Brücke über die Schleuse lässt sich aber auch das Umsetzen von Beiwagen an der Straßenbahn-Endhaltestelle beobachten. Nach dem Abkuppeln des Triebwagens muss keine Weiche gestellt werden, da alle Ausweichen und Umsetzstellen in Woltersdorf mit Rückfallweichen ausgestattet sind. Das Gefälle der Strecke kann zudem das Zurückdrücken des Beiwagens und damit Zeit sparen. Nach dem Lösen der Bremse rollt der Beiwagen schon bergab zur Abfahrtshaltestelle, während der Triebwagen noch umgesetzt wird. Kommen wir nun zu den Fahrzeugen, die heutzutage planmäßig im Einsatz sind. Die Rede ist nicht vom Trabant, der in der Zwischenzeit sein Nummernschild gewechselt hat. Die Turmlore mit der Wagennummer 17 ist bereits seit 1913 Teil des Betriebs, ein Gründungsmitglied sozusagen. Geschoben vom Arbeitswagen 19, dem einzigen Arbeitswagen und dem letzten des Typs Reko in Woltersdorf. Ursprünglich kommt er aus Berlin, wo er die Nummer 4534 trug. Und zur ultimativen Straßenbahnfernbespaßung waren die beiden auch mit dem Schneepflug unterwegs. Im Jahr 2004 kam dieser aus Frankfurt an der Oder und läuft in Woltersdorf unter der Nummer 20. Im regulären Fahrgastbetrieb kommen Fahrzeuge vom VEB-Waggonbau Gotha im Alter von durchschnittlich gerade einmal 65 Jahren zum Einsatz. Trotz der durchgehenden Nummerierung der Wagen von 27 bis 33 kamen sie aus unterschiedlichen DDR-Betrieben, Dresden, Dessau und Schwerin. Wagen 31 hatte seinen Ersteinsatz in Karl-Marx-Stadt, seit der Wende wieder bekannt als Chemnitz. Zu den 7 Triebwagen gibt es in Woltersdorf auch die Gotha-Beiwagen 89 und 90, welche seit 2006 nicht mehr im Planbetrieb eingesetzt werden. In diesem Jahr wurde die Ausweiche am Berliner Platz gebaut und seither verdichtet zu den Hauptverkehrszeiten ein sogenannter E-Wagen den Takt. Seit über 40 Jahren prägt dieser Fahrzeugtyp das Gesicht der Woltersdorfer Straßenbahn. Doch die Neufahrzeuge klopfen an. Es handelt sich um Fahrzeuge des Typs Moderus Gamma LF 10 ACBD der Firma Modatrans aus Polen. Sie sind vollständig niederflurig und vollständig klimatisiert.
Zum Jubiläum war der erste von ihnen, Wagen 41, noch im Probebetrieb ohne Fahrgäste unterwegs. Es sind Woltersdorfs erste Neufahrzeuge seit 99 Jahren. Damals wurde der fabrikneue Wagen 5 von Christoph und Unmark aus Niesky erworben. Vorerst sollen, auch nach Inbetriebnahme der Modeerus-Triebwagen, Gotha-Wagen als Reserve vorgehalten werden. Zudem werden ein Trieb- und ein Beiwagen als Museumsfahrzeuge erhalten bleiben. Naheliegend, wenn man auch noch ein 120-jähriges Jubiläum gebührend feiern möchte.